Titty. Beatrice, möchtest du meine Frau werden? Herzlich willkommen bei Schwiegertochter abzuschieben. Ich bin immer noch geldgeil und unser fränkisches Freibild Diddy ist immer noch auf der Suche nach der großen Liebe. Beatrice ist überglücklich. Der Frauenfreund Diddy spaziert mit seiner Angebeteten in Richtung Strand und offenbart dabei ungeahnte Qualitäten. Weißt du, was das ist? Eine Kastanie. Es ist ein Krebs. Krebse gibt es hier am Meer. Komisch, ne? Die sehen im Fernsehen immer ganz anders aus. Nein, die sind Krebse. Und jetzt pass mal auf, ja? Beatrice. Ne? Weißt du, was das ist? Nein. Strandgut nennt man sowas. So wie dieser Zweig seines Weges verläuft und an dieser Gabelung werden es zwei Zweige. Ja, toll. Und weißt du, was es mit so Zweigen auch auf sich hat, wenn die mal sich vereinen an so einem Fixpunkt? Was denn? Kann auch was zerbrechen. Hast du das verstanden mit dem Zweig, mit dem Zerbrechen? Kein bisschen, aber ist egal. Was man mehr auch macht, ist flippen. Blatteln heißt es bei uns. Okay. Nimm dir mal einen Stein. Ja. Sag mal, bist du bescheuert? Das ist kein Stein. Nimm einen Stein. Okay. Sonst kriegst du den in die Fresse. Okay. Entweder werf ich den jetzt da rein oder ich hau dir den aufs Maul. Hast du jetzt einen Stein? Ich hab doch hier einen ja, Stein. Ja, dann wirf ihn rein, so. Ha! Scheiße, Mari! Entschuldigung. Beatrice, das ist zwar nicht böse gemeint von mir, ne? Ja, okay. Ich will bloß, dass du auch was lernst. Du kannst ja nicht immer so blöd bleiben. Du hast ja auch recht. Nimmst du jetzt? Okay. Und dann einfach reinwerfen, ja? Okay. Und einfach loslassen? Ja. Lass los und reinwerfen. Wieso? Du musst schon mitziehen mit der Hand. Das hat doch geklappt. Der ist doch geklappt. Nein, der ist nicht geflippt! Der muss flippen! Macht keinen Spaß mehr. Ey, ich bin raus, ich hab jetzt ja keinen Bock mehr. Ich hätte mir halt noch ein bisschen mehr erhofft, dass es ein bisschen knistert. So knistern war jetzt nicht so viel. Ein bisschen knistert hat es schon, aber nicht viel knistert. Boah, Alter, du stinkst aus dem Maul. Was ist denn da los? Oh, das... Ja, also diese Sache mit dem Kuss am Strand, das war natürlich furchtbar, furchtbar unangenehm für mich. Ey, ich kann das nicht. Wenn eine Frau stinkt, Schweißgeruch, das ist okay, aber so aus dem Maul, ey, das ist echt nicht meins. Ey, tut mir leid, es tut mir leid. Beatrice! So sorry. Sei nicht so eingeschnappt, du bist doch keine 15 mehr. Du musst aber auch ein bisschen manchmal aufpassen mit deinen Wörtern, die du sagst. Das war eine Gestankswand, gegen die bin ich nicht angekommen. Ich wollte ja hin, ich wollte ja küssen, aber es ging einfach nicht mehr weiter, weil es so gestunken hat. Jetzt sind wir jetzt wieder Kumpels, sind wir jetzt wieder fein, alles im Reinen. Können wir kurz abbrechen mit dem Kind? Ach Scheiße, das Kind haben wir vergessen. Ja, gehen wir mal schnell hoch, nicht, dass es weg ist. Ich habe noch eine Überraschung für dich vorbereitet. Sie jetzt wirklich? Ja, ja, Fralli. Aber ich muss das auch sagen, für die Kamera und so. Also als wir dann zurückgefahren sind, wusste ich ja, dass Diddy noch eine Überraschung für mich hat. Und da die erste Überraschung mit dem Wasser schon so toll war, wusste ich natürlich jetzt nicht, was auf mich zukommt. Beatrice! Komm. Nein. Gefällt's dir? Ja. Super, oder? Danke. Ja, kein Problem, ob ich da gern bleib. Oh ja, also dieser Moment, als ich dann da rausgekommen bin und das alles gesehen habe, was er gemacht hat, das war schon gänsehautreibend. Erdbeeren mit Sahne habe ich extra dazu bereitet. Probier mal, kleine Zuckerschnecke. Also Beatrice, ich finde, die Stimmung ist jetzt reif. Ist auf dem Höhepunkt, kann man sagen. Und ich würde diesen ganz besonderen Moment jetzt gerne zum Höhepunkt bringen. Und zwar möchte ich dir was sagen. Beatrice, seit ich dich zum ersten Mal sah, war mir klar, du bist die Frau für mich, nur du und ich. Beatrice, möchtest du meine Frau werden? Diddy, also du bist wirklich ein liebensvoller, männlicher
Mann, aber finde ich als Freund, finde ich dich wirklich, bist du ein dufter Typ. Aber ich kann mir jetzt nicht generell jetzt noch keine Beziehung vorstellen, so ganz. Bist halt schon alt auch. Was bin ich? Was bin ich? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du bist eine blöde Schlampe! Es war ein schwerer Schicksalsschlag für mich, dass Beatrice mich nicht heiraten wollte. Aber ich werde ihre Entscheidung wie ein erwachsener Mann in... Ein Scheiß werde ich! Wie lang sitzt, Alter? Du wirst mich heiraten, hast du verstanden? Du wirst mich heiraten, hast du verstanden? Du Arschloch! Du Arschloch! Ich glaube, dieser Mann würde über Leichen gehen für mich. Das glaube ich schon und das finde ich klasse. Das war wirklich Einsatz. Und das werde ich ihm mein Leben lang nicht vergessen. Mit einer festen Rechten hat Didi doch noch Beatrice Herz erobert. Nicht umsonst sagt man, Liebe geht durch den Magen. Tja, das war's schon wieder mit Schwiegertochter abzuschieden. Wenn auch Sie sich mal vor ganz Deutschland zum Affen machen wollen, rufen Sie mich doch an. Hier kommt ihr zur letzten Folge Schwiegertochter abzuschieben. Hier kommt ihr zu den Extras. Und wenn ihr die Jungs mal live sehen wollt, könnt ihr das genau hier tun. Hier gibt es nämlich Tickets für die Live-Tour. Ich gehe jetzt mein letztes bisschen Selbstachtung in Alkohol ertrinken. Ciao!